Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Ja, da vorne haben wir sowas wie Sehenswürdigkeiten, ne? Das wollen wir auch mal kurz zeigen. Ja, da sieht man irgendwie so eine Statistik von dem Stadtgebiet, wie oft man das besucht hat und irgendwie sowas. Okay. Aber kannst du mal hinfahren da. Also ich bin jetzt wieder da, ich musste das Spiel tatsächlich neu starten. Das ist völlig abgeschmiert, also ne, ich habe einen Bug gefunden. Beim Auto reparieren. Also es ging gar nichts mehr, ich kam noch mit Alter 4 raus. Das war. Ach hier, dieses Teil hier, ja? Ja. Downtown. Downtown betreten. Video ansehen. Okay. Ja, schick. Hm. Und du? Ja, das ist alles. Sieht man sich so die Sehenswürdigkeiten an. Ja, und sieht Statistiken, wie oft man den Ort schon besucht hat und. Ach so, okay, gut, dann kann ich jetzt wieder schließen. Ah, jetzt nerven mich meine komischen Freunde hier wieder. Irgendeinen Spezialkunden soll ich machen, aber ja, wir haben uns gedacht, wir fahren jetzt mal ein bisschen umher hier. Was können wir eigentlich zeigen? Lass uns doch mal auf eine schicke Karte gucken. Ja, also ich habe auch noch nicht viel von den Städten gesehen. Weil ich kann ja jetzt ja hier umherfahren, das ist ja egal und die Story-Mission kann ich ja dann auch später machen. Das ist nicht so schlimm. Was können wir uns hier angucken? Chicago würde ich mir gerne mal angucken. Oh, da sogar gibt es hier noch eine Rennstrecke nachher. Guck mal, hier ist die Route 66 sogar. Der könnten wir auch komplett folgen zum Beispiel. New York. Also wir können jetzt eigentlich schon überall hinfahren. Dann lass uns mal nach Chicago. Ja. Das ist jetzt dicht dran. Wenn ich einen Wegpunkt setze, siehst du den eigentlich auch? Nein. Aber ich fahre dir hinterher. Pass auf, ich fahre. Ja, wo fahre ich jetzt am dümmsten hin? Chicago Airport. Flughafen Chicago. Okay, warte mal, dann setze ich mir auch fixen Punkt da. Weil ich muss das Gebiet eh freischalten. Wegpunkt setzen. Warte. Dann zeigen wir mal den Flughafen. Flughafen Chicago, ne? Ja. Genau. Wegpunkt setzen. Yeah. Gut, verlassen. Aber bei mir funktioniert es gut mit B. Ich komme nicht raus mit B. Keine Ahnung. Folgst du mir? Ja. Ich denke mal, wir müssen hier jetzt lang. Achso, ich sehe jetzt sehe ich F. Deinen Wegpunkt sehe ich auch. Du bist eine andere Linie neben mir. Glaube ich zumindest, dass das ja so ist. Ich sehe irgendwie eine orange Linie jetzt. Ja. Sonst waren die mal blau. Ja. Es sind noch zwei Linien jetzt. Kann sein, dass es dein Wegpunkt ist. Alter, du ziehst ja ab hier. Oh, ich habe verkackt. Kommst nicht ran? Nee. Habe ich doch die stärkere Karre, ne? Boah. Shit, eingepackt. Ach, da lang. Oh, oh. Ja, wir müssen ja ein bisschen, man möge uns die Fahrfehler ein bisschen verzeihen hier. Wo müssen wir jetzt. Ah, ich sehe gar nicht mehr durch. Hier vorne lang. Gott, hoffentlich sieht das kein Bulle hier. Jetzt haben wir so ein bisschen. Oh, bleibt die Stimme weg. Hier ist ein bisschen Highway hier. Ist das hier neben mir ein Polizist? Nee, Taxi. So, versuch mal dran zu bleiben. Oh. Was? Oh, ich hatte gerade einen schweren Unfall. Was heißt schwer? Mit Videosequenz. Oh, das war wirklich schwer. Ja, so sieht mein Auto auch aus. Da kommt er. Nee, wer ist das? So weit bist du noch nicht. Oh, toll. Ist das ein Assi? Ist das ein Assi? Da fährt der mir in den Anus rein. Na, dann komm mal ran, mein Freund. Was? Fahre schnell und bleib auf der Straße? Tempotest, ja. Also. Ja, mach ich den auch noch. Ich kann ja nicht schaden, diese kleinen. Das finde ich so ein bisschen doof, dass man die automatisch macht. Nein, da ist vorher immer so ein Tor. Wenn du durchfährst, dann aktivierst du ihn. Ach so. So eine zwei weißen Dreiecke sind das. Okay. Du bist aber. Goldmedaille Geist, achso. Ja, der ist schneller. Da kann ich nicht viel Gold kriegen. Stufe 2, Stufe 3. Toll, ich seh nichts. Muss der Scheiß mitten im Bild auftauchen hier? Alle deine Silber. Autos. Ich seh nichts. Warte mal. Ach, hier fortfahren. Stufe 4. Oh Gott, hier gab es eben schweren Unfall.
Teilen ins Hauptquartier. Ich habe eine Aufhängung gewonnen, also ein Fahrwerk, Stufe 4, kann ich aber nicht verbauen. Nö, ich hab's. Das hat mein Auto um 6 Punkte schlechter gemacht. Dieses Teil ins HQ habe ich geschickt. Da war noch ein Schloss vor. Oh, lass uns hier mal kurz den See angucken. Ja, ich bin noch 300 Meter hinter dir. Achso, ich dachte, du hast mich schon überholt. Nee. Dein Mustang. Oh, das Punkt mir sauert mich getackelt hier gerade. Ja, ich habe gesehen, das war ein Lamborghini. Kann man hier eigentlich reinfahren? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was ja, ist das ein Wichser? okay, man kann nicht reinfahren. Scheiße, ich komm nicht mehr hoch. Ich häng fest. Das Auto wird da auch dreckig, ne, wenn man so ein bisschen abdreht hier. Ja, ich komm nicht mehr weg. Kommst du nicht mehr weg? Nee. Warte, ich hab den anderen reingeschubst ans Wasser. Oh, guck mal, meine Karre, Alter, das ist geil. Die wird, also die Autos werden auch richtig schön schmutzig. Ja, es geht aber schnell wieder weg, der Dreck. Wo bist du denn schon wieder? Ich weiß nicht, wo ich bin. Bist du schon wieder weitergefahren, ne? Nee, ich bin über die Brücke rüber, so wie es aussieht. Ich bin da wieder aufgetaucht. Ach, du bist 1,3 Kilometer entfernt. Ja. Du entfernst dich mehr, warte mal. Ach so, dann bist du hinter mir. Ja. Ey, wie weit hat der mich denn zurückgesetzt? Oh, hier hoppelt gerade ein Reh über die Straße. Kannst du das dort fahren? Das ist fast zu schnell. Jetzt kommt gleich der Tierschutzverein und tritt bei mir die Tür ein, weißt? Ach, da bist Willkommen. Du. Ja, es ist ja kein Problem, dich einzuholen hier. Ja, ich bin auch stehen geblieben. Achso. Wo ist denn deine Mistkarre? Ach, da vorne bist du. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich musste den anderen ja noch in den Teich schubsen. Ach, war ein Computergegner, oder? Nee, den mit seinem Lambo da. Der hast du in den Teich geschubst? Oh, ja. Was war das denn? Alter! Also die Crashs sind ja... Ach du Scheiße. Ich bin einem leicht hinten reingefahren. Und hab ein Salto über den Baum gemacht. Oh, hier kommt jetzt gleich wieder so eine Speedprüfung, da siehst du diese Dreiecke. Okay. So, du bist noch einen Kilometer entfernt. Kilometer. Ach, da kommt die Prüfung. Alles klar, da muss ich durchfahren, ne? Wenn du durchfährst, dann startet ihr. Ah, das sieht so nach Slalom aus, ja. Ja, ja, es gibt noch Slalom. Verschiedene Prüfungen. Doch Sprungprüfungen so. Oder oh, oh. Wenn du eine Schanze springen musst. Oh, oh. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Ich habe die total verkackt, die Prüfung. Ja, die meisten habe ich auch beim ersten Mal verkackt. Ja, ich hab's total verkackt. Ich bin anders durchgefahren. Okay. Aber nochmal mache ich die nicht. Nö, da kommt man noch öfter mal lang bestimmt. Boah, was ist das für eine Prüfung? Okay, jetzt ist es over. Was habe ich geschafft? Fortfahren. Ich habe nichts geschafft. Oh, was ist das hier? Meckes oder sowas? Cool. Komm, das gucken wir uns mal an. Soll ich auf dich warten? Ich muss mir die schöne Landschaft angucken. Wie, wie. Ich komme dem ein Stück entgegen. Jetzt hänge ich hier fest. Das ist ja doof. Toll. Trend voneinander fahren. Jetzt hat mein Telefon geklingelt. Oh nein, ich wollte das hier gar nicht liegen haben. Ah, jetzt hört man das schon wieder. Das hat man schon mal gehört im Let's Play. Boah, gibt Schlimmeres. Ich hoffe, man hört jetzt keine Störgeräusche. Ich habe das Telefon nämlich die ganze Zeit jetzt neben dem Mikro liegen gehabt. Das wäre jetzt fatal. Also ich habe hier nichts gehört. Achso, das müsstest du ja dann theoretisch auch hören, richtig. Ja. Okay, wir fahren einfach weiter. Ja. Ich war jetzt total abgelenkt. Ich bin wieder hinter dir. Links. Hab ich gesehen. Jetzt sah so aus, ob du vorbeifahren willst. Jetzt pult er mir am Hintern rum, weißt? Ey, nicht mal mit Loss hol ich auf. Ach, du hast auch Loss. Ja. Aber ich hab eine Stufe, keine Ahnung. Ran. Oh. Oh nein! Aber mein Vieh wiegt über 2 Tonnen, Alter. Ja. Ein Eisenschwein. Das ist ein Eisenschwein. Oh, sind wir schon in Chicago? Nee. Nee.
Wo sind wir? Dykesville, oder was steht da unten? Was? Dykesville? Ich kann so schlecht lesen, ich hab keine Brille um. Wo steht das? Ach so, da oben, Dykesville. Dykesville. Dax, Duffy Dykesville, keine Ahnung. Oh, ich muss auf die Straße gucken. Das ist gefährlich hier. Besser ist das, ja. So, wie gesagt, einmal wollen wir dann auch nach Malibu fahren, ne? Den Charlie Harper besuchen. Mal gucken, ob sie Malibu... Eigentlich müssten sie Malibu da haben. Aber ich hab's jetzt auf der Karte nicht gesehen. Hast du wieder Scheiße gebaut? Ja. Schon was gerannt. Oh! Er fährt rückwärts raus. Weißt du, er fährt rückwärts raus, Alter. Und ich baller dir voll den Arsch weg. Oh, oh, oh. Es scheint synchron zu sein. Scheint echt synchron zu sein. Das ist der Wahnsinn, ne? Also, das sind wir ja nicht gewohnt von Need for Speed World, ne? Pass auf, jetzt müssen wir gucken, ob wir auch die gleichen Autos sehen. Das ist ja jetzt der Test. Oh! So, pass auf. Vor dir ist einer. Ja. Und davor ist auch einer. Ja, jetzt kommt einer von vorne, weißer. Ja, genau. Geil. Und da ging eben eine Tussi über die Straße. Die hab ich nicht gesehen, verdammt. Jetzt weiche ich einem aus hier, zack. Ja. Also die Autos scheinen... Bist gerade einfach reingefahren. Genau, die Autos scheinen synchron zu sein. Hier ist ein Lieferwagen eben gewesen. Ja, okay, passt. Super. Das ist schon mal geil. Wie gesagt, das ist Luxus, dass die Autos synchron sind. Oder zumindest der Verkehr synchron ist. Und das war ja immer so das Ding bei Need for Speed World, da waren ja die Autos nie synchron. Ja, das war schon sehr mies mitunter, ja. Also können wir uns auch richtig mit Absicht tackeln hier. Ja. Es sieht so ein bisschen nach Regen aus. Ne? Hast du schon mal Regen gehabt jetzt hier? Nö. Und du hattest vorhin gesagt, es wird dunkel, die Lichter gehen an. Aber gut, die Lichter sind ein bisschen an, ne? Mhm. Aber es ist noch taghell eigentlich. Na gut, meinen Scheinwerfer vorne habe ich auch schon an. Also eine Nachtfahrt müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Ja, aber da ist eine Radarstation. Müssen wir da durchballern? Ja, wo? Oh. Schwerer Unfall. Endergebnis, $35 oder Bucks stand da eben. So, wir sind hier ist Polizei überwacht gewesen eben gerade. Oh oh. Aber jetzt nicht mehr. Wir sind ja immer noch nicht da, ne? Nee. Man fährt hier tatsächlich eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob wir die Radarstation finden. Ist egal, wir fahren jetzt nach Chicago. Da wollte ich eigentlich noch ankommen, bevor das die Folge hier endet. Ja, dann gib Gas. Dann sollten wir nächste Führung eiern hier. Achso, ich muss auf die andere Straßenseite. Also wie gesagt, es kann auch sein, dass sich mein Auto in jeder Folge verändert, ne? Also ich werde das jetzt hier nicht... Achso, ich muss auf die andere Seite. Fortlaufend spielen. Kann auch sein, dass ich dann mit dem Ronald mal offline spiele ein bisschen und dass mein Auto dann wieder anders ist. Wir sind da. Was? Das ist Chicago hier? Wir sind am Flughafen Chicago. Achso, ja, wir sind aber zum Flughafen, genau. So, jetzt habe ich den aufgedeckt, ja? Ah ne, ich muss erstmal dieses Radar-Ding da finden. Warte mal, damit ich die Karte hier das aufgedeckt habe. Ah, die Strecke muss doch aufgedeckt sein, die du jetzt gefahren bist. Ja, ja, aber ich brauche dieses Radarteil. Ach, hier bin ich total falsch. Verdammt. Oh nein, ich glaube, ich habe den nächsten Bug gefunden. Nein. Ich komme hier rückwärts nicht mehr raus. Manövriere doch mal ein bisschen jetzt. Ja, aber wie ist denn das, der rückwärts nicht rauskommt? Das ist eine Treppe. Ach nee, wo bin ich denn jetzt hier? So eine Scheiße. Ja, ich fahre dir auch mal hinterher. Oh nein. So, gibt Stoff hier. So. Na, ich fahr die Treppe hoch hin. So, meine Linie sehe ich ja jetzt. Den Wegpunkt möchte ich eigentlich weg haben jetzt. Ach, lass mich doch durch. Wo ist dieses Teil, ey? War der Radar? Ja, ja. Ja, siehst du auf der Karte. Ja, ja, ich fahr gerade in die Richtung. Das macht schon piep, 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 piep. Ich muss mehr nach links, glaube ich. Auf der Karte springt das umher. Ja, dann hab ich die wahrscheinlich schon entdeckt, weil bei mir piept ja nichts mehr. Ja, dann fahr da mal hin, dann folge ich dir mal. Du weißt ja dann schon, wo das Ding steht. Jetzt muss ich dich erstmal finden. Nein, ich bin hinter dir. So, ist gerade an mir vorbeigefahren. Hier ist die Schüssel. Komm mal zu mir. Achso, da, alles klar. Ich muss drehen, ich muss drehen, ich muss drehen. Siehst mich aber, ja? Ach da bin ich doch glatt dran vorbeigefahren. Ja, und abrennen hier ins Gefecht.
Hier rüber? Ja! Ja. Ja, die hatte ich schon. Alles klar. So, die habe ich aufgedeckt. Das erinnert mich so ein bisschen. Ist das gleiche Prinzip wie bei Far Cry, ne, wenn man diese Funktürme da aufdeckt. Ist eigentlich genau das gleiche. Ah, ist ja klar, Far Cry ist glaube ich auch von Ubisoft, ne? Ja, ja. Ja, hat alles klar. Eine gute Idee, das wird in allen Spielen jetzt. Genauso wie Assassin's Creed, ne? Überall kann man jetzt rumkrabbeln. So, Chicago ist jetzt open. Das ist ja hervorragend. Ich komme mit B echt nicht raus, diese Scheiße, ey. Warum nicht? Bei mir funktioniert das. Ja, du hast einen Xbox-Controller, ne? Ja. Ja, ich habe hier meinen Logitech PlayStation-Controller. Jetzt bleibe ich hier an so einem Teil hängen. Wo bist du? Ja, über die Schanze bin ich geradeaus rübergefahren. Was ist nun los? Hä? Boah, jetzt habe ich die nochmal freigeschaltet. Hui. Hui. Oh. Boah. Auf mich rauf, ey. Auf dich, nur auf dich rauf. Ja, willkommen in der Stadt. So, jetzt haben wir den Flughafen. Können wir da irgendwie rauf? Du konntest Flughafen betreten. Oh, Entschuldigung. Dass ich mir da irgendwie auf... Zu dem X. Kann ich da auf dem Rollfeld rumfahren? Ja, müssen wir. Guck mal, da ist auch so eine Sehenswürdigkeit. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Lass es mal so. Ja. Das wäre jetzt nochmal ein krönender Abschluss, dass wir mal kurz auf dem Flughafen rauffahren. Ansonsten müssen wir es mal mit betreten versuchen. Vielleicht kommen wir dann darauf. Ich glaube nicht. Oh! Oder wollen wir es mal versuchen? Ja, ich gehe einfach mal. Aber dann öffnet. Nee, der öffnet. Guck du mal, was er dann macht. Dann geht eine Map auf, dann kann ich irgendwo hinfliegen. Ja, das ist doch scheiße. Man muss da irgendwie aufs Rollfeld draufkommen. Ja, dann kann ich die ganzen Flughäfen anfliegen. Weil auf dem Rollfeld umherfahren macht doch bestimmt Laune. Ich guck mal, ich fahr einfach mal am Zaun lang hier. Ja, irgendwie muss man da hinkommen. Weil da ist auch so ein Teil. Vielleicht ist da irgendwie eine Lücke oder so. Mut zur Lücke hier. Muss ja irgendwie durchkommen da. Eigentlich schon. Können wir da nicht einfach durchbrettern? Ach, guck mal hier. Guck mal hier, ich glaube. Hast du was gefunden? Ah, ja, hier ist das Loch. Hier ist das Loch. Yeah! Jetzt sind wir auf dem Flughafen, geil. Hast ein Loch da, ne? Ja. Alter, hier können wir richtig abgehen. Wo ist das Loch? Das ist ein Challenger gegen Boeing, Alter. Ja! Sogar ein Event. Ja. Ja, ich fahre erst unter ein Flugzeug durch. Oh, sieht aus, wenn es gleich regnet. Ja, unter das Flugzeug. Bist du durch? Ja. Was kann ich jetzt hier machen? Was ist denn das für ein Event? Weiß ich nicht. Slalom fahren oder sowas? Oh ja, ich muss zertrümmere die Ziele. Ach so, Ziel. Einfach durchfahren durch die Ziele. Na ne? Toll. Auch mal fix. Das habe ich verkackt. Zertrümmere die Ziele. Wo sind die denn? Überall. Achso, ich habe 20 Sekunden, um die alle zu zertrümmern? Ja, diese Dinger durchfahren. Ja, ich sehe die gar nicht mehr. Ich bin blind, mir wird nichts angezeigt hier. Du bist wahrscheinlich echt blind. Ich sehe echt nichts. Also 18 Ziele habe ich schon. Ach, hier ist einer. Toll. Wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt einfach normal mache? Ja, du folgst eigentlich einer Spur. Also du musst sie nicht suchen. Okay, jetzt versuche ich es nochmal. Du fährst einfach nach. Ah, Bronze habe ich noch. Ach, da ist meine Spur. Alles klar. Stufe 10 Fahrwerk. Oh, ist schlecht als los. Jetzt bist du gerade extrem leise. Ja? Ja. Okay, so, ich müsste gleich fertig sein. Oh nein, ich habe einen verkackt. Scheiße! Bist du schlimm, wenn du einen verkackst? Ja, jetzt mach ich den, ja, hätte ich mal. Ach so, der ist dann gar nicht, der ist dann weg automatisch schon. Ja. Ah, jetzt habe ich es wieder verkackt. Ach, scheiße, ich hätte es gut schaffen können. Stufe 10 Fahrwerk habe ich gewonnen. Ja, das habe ich auch gerade gewonnen gehabt. Okay, dann schicken wir das mal ins HQ. So, gut.
Folgenpäuschenzeit. Wo ist der Ronald? Hinter dir. Also wie gesagt, kann sein, dass ich in der nächsten Folge dann schon ein bisschen weiter bin. Ne? Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann wieder zusammen ein paar Rennen fahren. Jetzt, das war jetzt mal einfach eine Blödelfolge. Wir haben ein bisschen was gezeigt hier. Und dann in der nächsten wieder ein bisschen Action, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das war's. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.